Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Dieses Mal geht's weiter und wir machen jetzt dieses Mal Statements, also If-Statement als allererstes Mal. Das If-Statement ist dazu gedacht, dass ihr Aktionen nur dann ausführt, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, die auszuführen. Das heißt, sie werden nicht immer ausgeführt. Und ja, ich zeige euch am besten mal die Syntax davon. Ist nicht so schwer. Das steht schon da, wenn es ein i eingibt, wenn man es einfach permanent benutzt. If. Dann eine Klammer und hier rein kommt die Bedingung. Schreibe ich jetzt einfach mal Bedingung hin und dann geschweifte Klammern und dann wird was ausgeführt, zum Beispiel das hier und auch nur dann. Das heißt, wenn diese Bedingung hier wahr ist, dann wird das hier ausgeführt. Und ihr erinnert euch vielleicht an das Variablen-Video, was ich schon gemacht habe. Es gibt wahr und es gibt falsch. Und genau solch einen Typ haben wir hier mit dieser Bedingung. Das heißt, wir schreiben hier einfach rein ein Boolean und nennen den Bedingung, weil wir es schon so drin stehen haben, Bedingung. Und jetzt schreiben wir hier true hin. Nicht treu, true. So. Und jetzt wird diese If-Schleife hier ausgeführt. Ich gebe hier einfach mal Hello World aus. Diese Gleitkommazahl ist nicht mehr verfügbar. Hello World. So. Und wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, denn die Bedingung hier ist ja wahr, das heißt, sie ist erfüllt, also wird das alles hier ausgeführt. Also starte ich das Ganze mal. Und jetzt wird Hello World ausgegeben. So, wenn ich jetzt aber hier diese Bedingung auf unseren zweiten möglichen Typ setze, nicht Typ, auf das zweite mögliche, den zweiten möglichen Wert setze, jetzt habe ich das Wort. Das wäre dann false, das heißt, die Bedingung ist nicht erfüllt hier. Das heißt, das hier, was hier drin steht, wird nicht ausgeführt. Also, ihr seht, es beendet sich sofort wieder, weil wir hier nicht mal mehr auf die Eingabe warten. Ich könnte das eigentlich mal unten drunter setzen. Das heißt, die Konsole wird auf jeden Fall ausgeführt, aber es steht kein Hello World da. Denn das wird nur ausgegeben, wenn unsere Bedingung wahr ist. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen öde so, wenn ich hier einfach nur vorher reinschreibe, okay. Führe es aus, wenn ja irgendwas hier erfüllt ist und ich muss schon vorher festlegen, ob es ausgeführt wird, dann kann ich ja gleich sagen, ich lasse den Code weg oder ich lasse ihn nicht weg. Deswegen ist es ein bisschen doof. Was wir allerdings machen können, ist, wir können zum Beispiel irgendeine Berechnung durchführen und das kann natürlich dann auch von der Eingabe vom Benutzer abhängen, was ich euch in irgendeinem späteren Video mal zeigen werde. Das kann von irgendwelchen ganz komplizierten Sachen abhängen und es kann auch sein, dass der Code manchmal ausgeführt wird und manchmal wird er nicht ausgeführt und ja, das kann man kombinieren, wie man möchte. Jetzt möchte ich euch erstmal noch mehr zeigen zu diesen Bedingungen hier. Zum Beispiel wäre auch eine boolsche Bedingung, also ein Wahrheitswert, wenn wir sagen, okay, ist denn 1 gleich 1? Das hier ist auch ein Wahrheitswert und achtet darauf, bei einer Bedingung, beziehungsweise wenn ich einen Wahrheitswert draus will, dann nehme ich dieses doppelte Gleichheitszeichen. Deswegen lasse ich das hier einfach mal raus und schreibe das direkt hier rein. Dann wird es vielleicht ein bisschen eindeutiger, dass wir hier tatsächlich was überprüfen. Wenn 1 gleich 1 ist, dann führe ich das alles hier aus. Wenn aber 1 gleich 2 ist, jetzt führe ich das aus, ansonsten führe ich es nicht aus. Und 1 ist niemals gleich 2, deswegen wird es niemals ausgeführt. Aber wenn ich 1 gleich 1 eingebe, dann wird es ausgeführt. Das heißt, ich kann auch anders irgendwelche Wahrheitswerte benutzen. Und Wahrheitswerte sind in dem Fall einfach irgendwelche Überprüfungen von irgendwelchen Rechnungen oder sonst irgendwas. Das heißt, ich kann irgendeine komplizierte Rechnung machen, zum Beispiel irgendeine Zahl, modulo 2, was ich euch ja schon gesagt habe, was das bedeutet. Das heißt, ist die Zahl sozusagen gerade in diesem Fall, wäre das hier. Wenn diese Zahl hier gerade ist, dann wird es ausgeführt. Jetzt können wir jetzt nicht direkt auslesen, ob diese Zahl gerade ist. Okay, wir könnten eigentlich direkt auslesen, weil hinten steht eine 9, aber wenn ich diese 9 hier weglösche, jetzt ist es tatsächlich eine gerade Zahl und jetzt wird es auch ausgegeben. Gut, da kann natürlich irgendwelche anderen komplizierten Sachen stehen. Aber was wir auch machen können, und das habe ich euch auch schon angedroht, ist mit diesen Bedingungen hier rechnen. Das heißt, ich lösche das hier mal, weil ich damit gerade nicht umgehen möchte. Sagen wir mal, wir haben mehrere Wahrheitswerte, zum Beispiel true. Ne, ich schreibe es vielleicht doch außen hin. Bool a gleich true, bool b gleich false. Ups.
Und Bool C gleich True. So, jetzt verknüpfen wir mehrere auf einmal. Und das ist auch ziemlich cool, denn man kann diese Wahrheitswerte jetzt irgendwie miteinander verknüpfen. Und zwar haben wir da mehrere Sachen zur Verfügung. Es gibt und, es gibt oder und es gibt nicht. So, also sagen wir erstmal, wenn A wahr ist, dann führen wir diese Schleife aus. Jetzt wird sie jedes Mal ausgeführt. Jetzt wollen wir aber, dass entweder A oder B wahr ist, also nicht entweder oder, sondern eins von beiden muss halt wahr sein. Also schreiben wir A oder B. Jetzt reicht's, wenn eins davon wahr ist. Das heißt, ich führe das aus und es kommt Hello World. Setze ich jetzt aber hier für A false ein, dann ist keins mehr davon wahr. Das heißt, ich führe es nicht mehr aus. Wenn aber beide wahr sind, true. Also A oder C zum Beispiel wird es trotzdem ausgeführt. Es reicht, wenn eins wahr ist mit diesem oder, eins von diesen Dingern muss wahr sein, dann wird diese Schleife hier aus, nicht Schleife, dieses Statement ausgeführt. Dann kann ich noch weitere Sachen machen, nämlich und. Dann müssen beide wahr sein und nicht weniger und nicht mehr. Es gibt ja nicht mehr im Prinzip, aber es müssen halt beide wahr sein. Das heißt, wenn ich A und C sage, dann wird es ausgeführt, denn A und C sind beide wahr. Aber wenn ich hier A und B mache, übrigens ist die Reihenfolge egal, das heißt, ich könnte auch B und A oder B oder A machen, die Reihenfolge ist immer wurscht. Wenn ich B und A mache, dann wird es nicht ausgeführt, denn A und B zusammen ist nicht wahr. So, ja, also so kann man die kombinieren. Ihr könnt die übrigens auch noch weiter kombinieren, indem ihr sagt, es muss A und B gelten oder es muss C gelten. Das heißt, wenn A und B zusammen wahr sind, dann wird es hier ausgeführt oder aber, wenn C wahr ist, dann wird es auch ausgeführt. Und ja, C ist wahr, deswegen wird das hier ausgeführt. Wenn ich jetzt C hier auf False setze, dann wird es nicht mehr ausgeführt, wie ihr sehen könnt. Am besten macht ihr euch da Klammern, welche zusammengehören. Ich kann euch jetzt sagen, und bindet stärker als ein oder, aber das ist ein bisschen zu kompliziert. Am besten macht ihr einfach Klammern, wenn ihr irgendwelche geschachtelten oder halt diese geschachtelten Bedingungen habt. Damit ihr drauf klarkommt, was da irgendwie steht. Also jetzt aktuell steht da A und B zusammen müssen wahr sein oder aber C muss wahr sein und dann wird es ausgeführt. So, das war jetzt ziemlich herbe Kost. Ich hoffe, ihr habt das alles so verstanden und jetzt geht es natürlich noch weiter, denn mit einem If allein ist es noch nicht genug. Ich mache hier allerdings mal wieder die Grundbedingungen rein, einfach nur ein A und dann passt das. Also jetzt wird es hier ausgeführt. Dann habe ich aber noch mehr Möglichkeiten. Ich kann dir sagen, else. Also wenn es nicht ausgeführt wird, dann passiert was anderes. Und hier packe ich einfach mal diese Konsole rein wieder. Ja, sagen wir mal, not hello. Gut, also wenn A wahr ist, dann wird das hier ausgeführt. Also sprich aktuell wird es ausgeführt. Und ansonsten wird dieser Teil hier unten ausgeführt. Das heißt, hier steht jetzt aktuell gerade Hello World. Aber wenn ich das hier auf False ändere und jetzt starte, dann steht hier Not Hello. Und das ist ziemlich cool. Hier kann man jetzt nämlich einfach entscheiden, wenn A gilt, dann macht das hier. Und wenn es nicht gilt, dann macht das hier unten. Kann man auch noch ein bisschen mehr erweitern, indem man sagt, else, ups, ich kann gerade nicht tippen, else if, und dann brauchen wir nochmal eine Bedingung. Achtet darauf, bei dem else habe ich auch keine Bedingung hinten dran gehabt. Das ist einfach für komplett jeden anderen Fall. Else if. Ja, 1 ist 1. 1 ist 1. So. Also jetzt haben wir hier oben eine Bedingung A. Wenn die wahr ist, dann führen wir das aus. Und wenn wir das ausgeführt haben, überspringen wir den kompletten Rest und gehen direkt hier runter. Wenn aber A falsch ist, dann schauen wir uns die nächste Bedingung an. Und davon können übrigens so viele kommen, wie ihr wollt. Also ihr könnt hier unten drunter noch 100.000 else-ifs haben. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, sozusagen. Also, wenn die erste Bedingung falsch war, dann schauen wir uns die nächste an. Ist die hier wahr? Ja, okay, sie ist wahr. Dann geben wir das aus. Und wenn wir hier unten angekommen sind, überspringen wir alles andere, egal wie viele else-ifs hier noch kommen, und gehen direkt hier runter. Das heißt, hier steht jetzt 1 ist 1, weil ja 1 gleich 1 wahr ist. Und überspringen dann diesen else-Block und lesen hier einen Key von der Konsole ein, sprich wir warten, bis der User irgendwas macht. So, wenn jetzt aber das hier auch falsch ist,
Dann geben wir in den Else-Block rein und geben not hello aus und am Ende gehen wir auch wieder hier runter und lesen von der Konsole einen Key ein. Gut. Ja, also ihr könnt so viele Else-If-Statements hier reinhauen, wie ihr wollt. Es wird immer das Oberste, das wahr ist, ausgeführt und alle anderen werden übersprungen. Das heißt, wenn eure A-Bedingung, also wenn eure If-Bedingung hier oben schon wahr ist, wird keine Else-If-Bedingung ausgeführt. So, jetzt noch kurz, ganz kurz dazu, was hier drin alles stehen kann. Und zwar in diesem Ding kann nicht nur ein Console-Write-Line stehen, hier kann alles drin stehen. Hier kann so viel Code stehen, wie ihr haben wollt. Und vor allem kann hier drin auch noch eine weitere If stehen, die mit so vielen Else-Ifs natürlich verknüpft werden kann, wie ihr wollt. Also da könnt ihr reinmachen, was ihr wollt. Da kann jetzt auch wieder ein if a drin stehen oder auch eine andere if-Bedingung. Da kann auch ein if 1 gleich 1 stehen oder irgendwas anderes, was ihr haben wollt. Und dann könnt ihr hier weiter Code reinschreiben. Ups, das war ich nicht, das hat es mir automatisch gemacht. Und dann kann hier wieder eine if drin stehen und so weiter und so fort. Aber es wird unübersichtlich, deswegen möglichst schauen, wenn ihr sowas habt. Ja, macht es nicht zu tief, also macht nicht 100 verschachtelte ifs ineinander, sonst kann man es irgendwann nicht mehr lesen. Und wenn ich schon dabei bin, dann möchte ich euch auch gleich noch was zeigen, was die Lesbarkeit deutlich besser macht. Und zwar Kommentare. Kommentare heißt einfach, ihr macht zwei Slashes und dann könnt ihr hier irgendwas hinschreiben. Also irgendwas kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Und das wird einfach völlig ignoriert, aber in eurem Code steht es drin. Und ihr wisst dann, dass hier zum Beispiel jetzt A war. Wenn ihr hier drin seid, dann ist A auf jeden Fall wahr gewesen, weil ja hier diese Bedingung war. Und wenn ihr hier drin seid, dann war auf jeden Fall 1 ist 1. Sowas in der Art. Also ihr könnt mit diesen Kommentaren einfach euren Code ein bisschen lesbarer machen, indem ihr einfach sagt, okay, das bedeutet das und das bedeutet das. Also einfach quasi eine Zeile, die für euch da ist, die aber ansonsten ignoriert wird. Ihr könnt es auch hinten dran setzen, hinter eine Zeile, damit alles bis dorthin ausgeführt und ab hier nicht mehr. Das heißt, ihr habt einfach nur bis zum Ende der Zeile ein Stück Code, was euch erklärt, was das jetzt genau gemacht hat. Ja. Gut. Dann würde ich euch einfach mal sozusagen als Hausaufgabe aufgeben. Dass ihr ein bisschen rumprobiert mit diesen Ifs und ja, probiert einfach mal ein bisschen rum. Habt Spaß dabei und ich hoffe, dass es nicht zu trocken war. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, logischerweise wie immer in die Kommentare oder mir eine PN schreiben oder was auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.